Studienabgänger verdienen im Moment durchschnittlich 10.000 Euro im Jahr. Und da sage ich, die haben Studium, die haben viele, haben wahnsinnig viel Geld investiert in Gesangsunterricht. Die gehen auf Meisterkurse, die fahren zu Wettbewerben, wo sie vielleicht mal ein kleines Stipendium kriegen oder auch vielleicht auch mal was gewinnen. Ja, aber davon kann man doch nicht leben. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Mein heutiger Gast ist nicht nur sehr erfolgreiche Sängerin, sondern auch Co-Autorin des Buchs Vom Ton zum Lohn, dem Standardwerk für Opernsänger mit praktischen Tipps von Gewerkschaft, Agenturen bis hin zu Spezialfällen von Mundgeruch. Ich freue mich sehr, dass sie heute bereit ist, mit uns zu sprechen und uns praktische Tipps in der Corona-Situation zu geben. Herzlich willkommen, liebe Eleonore Marguer. Danke, Genau. dass du dich bereit erklärt hast. Du hast ja wirklich mal ein tolles Buch geschrieben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, was da alles drin steht und was eigentlich jeder Opernsänger wissen sollte. Ja, also erstmal vielen Dank, Elisabeth, dass du mich hier auch einlädst. Und ich freue mich, dass vielleicht auf diese Weise auch einfach noch ein paar mehr Leute, Menschen, die vor allem in Deutschland ansässig sind, ein paar Details noch erfahren können, die ihnen einfach den Alltag erleichtern. Also ich bin vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen, auch mit einer Freundin zusammen. Wir haben zusammen eine Produktion gehabt und ich wollte schon wirklich lange einfach ein paar Sachen praktische aufschreiben, weil, wie soll ich sagen, wir können dankbar sein, dass wir in einem doch relativ gut funktionierenden Sozialstaat leben, der allerdings natürlich nicht für das Leben, also darauf ausgerichtet ist, wie unser Leben als Freiberufler oder auch als angestellte Sänger sind. Das heißt, es gibt einige Tücken und Fallstricke vielleicht, um die man drumherum kommen kann, wenn man zum Beispiel eben dieses Buch mal gelesen hat oder die Erfahrung habe ich einfach in den letzten Jahren quasi gesammelt. Also ich war erst auch fest engagiert direkt nach dem Studium. Ich habe mit dir zusammen, also zumindest zeitgleich in Wien studiert und bin dann erstmal wieder nach Deutschland zurück, war kurz fest angestellt und bin dann aber seit 2005 freischaffend. Und ja, da macht man doch so seine Erfahrungen. Also sowohl Arbeitslosengeld, Krankenkassenbeiträge, beitragsfreie Versicherung und viele, viele, viele böse Wörter, über die man dann erstmal stolpert und viele Menschen, mit denen man telefoniert, so im Laufe des zwischendurch sich ändernden immer Berufslebens. Dann gab es irgendwie, habe ich 2 Kinder bekommen, also dann auch die Frage Elterngeld wurde dann auch akut. Aber wie gesagt, man kann trotzdem sagen, an sich sind wirklich viele Sachen gar nicht so schlecht, wie man vielleicht auch jetzt in der Corona-Krise den Eindruck hat. Man muss aber wissen, wie es geht. Und also auch mein Ansatz war dann einfach auch der, dass ich gemerkt habe, es gab halt immer wieder Kollegen, die dann doch mitbekommen haben, dass ich mich ganz gut auskenne und mich dann gefragt haben und kannst mir nicht einen Tipp geben. Auch insbesondere Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, aber halt schon länger in Deutschland leben und auch hier sich eingerichtet haben mit Familie zum Teil und Leben und Wohnung und drum und dran. Und dann dachte ich, irgendwie muss ein Ratgeber her. Es gab schon mal vor 10 Jahren einen wirklich guten auch, also Ratgeber, der heißt What the Fuck, also What the Fach, auch sehr lustig. Und der ist aber halt quasi eher so ein bisschen aus amerikanischer Sicht geschrieben, wirklich sagt, sehr, sehr amüsant auch und gut, aber hat einfach nicht so viel langweiliges Detailwissen vielleicht, wie mein Buch es manchmal hat, aber was halt doch manchmal eben genau das Überleben dann ausmacht. Also auch zum Beispiel, wie es halt ist, in Deutschland zu leben und aber anderswo zu arbeiten, im anderen Ausland und dann, wie es mit der Steuer funktioniert. Und ja, das fing dann erstmal so an, dass ich dachte, soll so ein kleines Ding werden, so einfach so, wie komme ich durch die, irgendwie über die Runden? Aber dann fiel mir doch auch, oder fiel uns im Schreiben immer mehr halt auf, was noch andere Sachen sind, die ich halt ganz gern oder wichtig fände, dass sie reinkommen. Also zum Beispiel, wie, wenn ich an die Hochschule gehe, was ist ein guter Lehrer oder nicht nach meinem Empfinden oder auch vielleicht einige ungeschriebene Bühnengesetze, die man auch dann mit der Zeit so mitkriegt und wo man sich auch manchmal ganz schön ins Fettnäpfchen setzen kann, wenn man das halt irgendwie nicht weiß. Und so sind dann einfach sehr viele praktische Tipps zusammengekommen. Auch eben zum Beispiel über die Thematik, wie man es als Frau macht, wenn man also mit Baby unterwegs ist und all sowas. Tolle Sache. Magst du mal das Cover herzeigen? Hast du das bei der Hand? Das habe ich hier. Ich bin ganz stolz. Also ich habe in wirklich nochmal 1,5 Jahren vielen Leuten hinterher telefonieren und Hilfe haben und habe ich es dann also auch von jemandem übersetzen lassen können. Also es gibt es jetzt auch seit diesem Januar, also auch auf Englisch. Das heißt da nicht mehr vom Ton zum Lohn, sondern Earn a Fee for your High C.
Ich hoffe, alle Mezzosoprane mögen mir verzeihen und alle Bässe und Baritöne, aber ich fand, es muss sich irgendwie wieder reimen. Ich wollte wieder einen gereimten Titel. Und genau, also das kann man auch, klar, logischerweise auch als E-Book bestellen, überall. Und also da bin ich sehr froh drum, weil ich halt einfach auch weiß, dass viele Leute vielleicht nicht so gut Deutsch können, um sich dann da reinzulesen. Ja, einfach um es zu erleichtern, den Zugang, sagen wir so. Also das, ich finde, das darf in keiner Hausapotheke oder Bibliothek eines Opernsängers fehlen. Also da stehen wirklich ganz, ganz wertvolle Tipps drinnen. Und wenn wir schon bei Büchern sind, du hast gerade noch ein Buch veröffentlicht und schreibst schon am nächsten, so wie ich weiß. Also, ja, das war eben so eine, wie soll ich sagen, nebenbei Bespaßung, die ich so zwischendurch angefangen habe. Irgendwie, ich glaube, vor anderthalb Jahren, da war ich in Lausanne und habe an... Ja, wie soll ich sagen? Also man hat ja doch immer wieder so absurde Situationen, manchmal auf Proben, dass man denkt, mein Gott, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag und es dauert so lang. Und dann dachte ich so, irgendwie muss man mal so das übereinstellen, wie lange, was passiert auf so einer Probe. Und dann dachte ich, was machen so Opernsänger eben eigentlich, wenn sie proben? Und dann habe ich angefangen, solche Kuchendiagramme zu machen und das habe ich dann quasi noch ein bisschen ausgefeilt und habe es also mittlerweile so, das sind erstmal die ersten 40 übers Theaterleben, wozu das ganze Theater, und jetzt bin ich gerade dabei, eine Fortsetzung zu machen über Musiker im Allgemeinen. Also zum Beispiel, wer findet Bratschawitz so lustig und sowas. Also das Schöne ist, dass da auch immer so ein Augenzwinkern dabei ist. Ich glaube, das macht wirklich zu einem Lesevergnügen. Wunderbar. Also wir verlinken natürlich gerne die Bücher, wo man sie erstehen kann, auch eben als Download. Dann geht es ganz schnell. Genau, also das andere nicht, weil ich das, wo ich sage, ich bin ja ein Fan von einem echten Buch, aber ja, bei dem Praktikratgeber dachte ich, das muss man unbedingt auch schnell lesen können, wenn man einfach schnell eine Frage hat und dann den Inhalt durchsuchen kann. Ist natürlich, muss ich sagen, auch als E-Book sehr praktisch und dann immer dabei. Also deswegen dafür auch dabei. Genau, ja, also auch was ich heute gedacht hatte, als du mich gefragt hast, ob ich das Interview machen könnte. Also eine Sache, die vielleicht wirklich jeder wissen sollte, der in Deutschland ansässig ist, jetzt mindestens, also halt auf jeden Fall in Deutschland eine Arbeitserlaubnis hat für EU und dergleichen, ist, dass man relativ leicht auch in Corona-Zeiten an Arbeitslosengeld herankommen kann, was also auch in Deutschland erfreulicherweise zum Beispiel ein ganzes Jahr lang bezahlt wird. Also das heißt, ich habe das in den letzten Jahren immer mal wieder für einige Zeit in Anspruch genommen, mal für 2 Monate, mal für 3 Monate. Also es ist sehr flexibel. Man kann also auch das nur für einen Monat nehmen im Sommer, wenn man nichts zu tun hat. Und es hat halt, also vielleicht manche Leute, die den Unterschied nicht wissen, es gibt 2 Arten von Arbeitslosengeld in Deutschland. Die eine ist auch relativ bekannt unter dem Namen Hartz IV. Das ist quasi, was früher Sozialgeld war oder Sozialhilfe. Das meine ich nicht. Das gibt es zwar mittlerweile auch in der Corona-Zeit als Unterstützung und scheint auch zu funktionieren, ist allerdings unglaublich mühsam, was den Antrag anbetrifft. Deswegen kann ich mir denken, dass es manchen Leuten vielleicht auch als Hürde einfach zu hoch ist, sich da richtig reinzuarbeiten. Aber das Gute ist, wenn man in Deutschland immer wieder an Theatern arbeitet oder auch an Theatern zum Beispiel in Österreich oder in Frankreich und man dann Sozialversicherungsbeiträge in dem jeweiligen Land bezahlt, kann man sich Bescheinigungen ausstellen lassen, die eben beweisen, man hat jetzt zum Beispiel mal 2 Monate in Innsbruck gearbeitet und dann hat man vielleicht 3 Monate lang in Würzburg gearbeitet und dann in Berlin. Und wenn man also innerhalb der letzten 24 Monate auf 12 Monate kommt, in denen man irgendwo beschäftigt war, dann hat man sofort den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Es wird dann erstmal für 6 Monate bezahlt, aber zum Beispiel jetzt gerade in Corona hat also auch die Regierung sogar beschlossen, das noch 3 Monate einem zu schenken, was, wie gesagt, wirklich nicht schlecht ist. Nur natürlich das Problem, dass leider manchmal es halt auch so ist, dass die Theater versuchen, Sozialversicherungsbeiträge zu sparen und dann melden sie einen nicht durchgehend an in Deutschland. Das heißt, die melden einen mal 6 Wochen an, dann ist einen wieder ab und dann nur für die Vorstellung. Das ist sowas, wo man auch wirklich darauf achten kann und darauf achten sollte, dass man das zum Beispiel mit den Personalmenschen bespricht und sie darum bittet, dass man einen durchgehenden Zeitraum bekommt, weil das einfach für die Arbeitslosenversicherung, wenn man hier eben auch in Europa lebt, wirklich viel, viel, viel besser ist. Das kostet Theater ein bisschen mehr, deswegen versuchen sie es zu vermeiden, aber sie können es tun und machen auch viele. Also zum Beispiel in Bayern machen es alle Theater, ohne dass irgendwie man darüber reden muss. Nur es ist was, wo man einfach die Augen aufhaben muss und vielleicht mit den Leuten einfach mal telefoniert und fragt, wie macht ihr es? Aber
Die andere Möglichkeit, um quasi immer auch so einen vollen Zeitraum zu bekommen, ist die, dass man als, wenn man zum Beispiel als Gast arbeitet oder zwischendurch eben Lücken hat, kann man auch freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einbezahlen. Also da gibt es auch einen relativ ausführlichen Kapitel-Eintrag in dem Buch drüber. Aber ich versuche es einfach mal so kurz zu erläutern, weil das vielleicht auch für manche relevant sein könnte, die möglicherweise jetzt irgendwie ihre Abrechnung durchgucken und sagen, also man muss sich dann vom Theater auch, um dieses Arbeitslosengeld beantragen zu können, eine sogenannte Arbeitsbescheinigung ausstellen lassen. Und da stehen dann auch die Tage drin, die man gearbeitet hat und eben diese kritische Grenze, damit man überhaupt berechtigt ist, also die Möglichkeit hat, sind 360 Tage. Wenn man jetzt also diese Arbeitsbescheinigung sich angefordert hat und sagt, oh, da fehlen mir jetzt, was weiß ich, noch 30 Tage, um auf diese Zahl zu kommen, kann man sich eben auch freiwillig versichern. Und da denkt man jetzt, okay, freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern, Versicherungen sind immer teuer, so wie Berufsunfähigkeit oder so, ist aber nicht so. Das kostet tatsächlich nur pro Monat 85 Euro. Und man kriegt dann aber trotzdem, wie soll ich sagen, also man einen relativ hohen Anspruch. Also wenn man nur diese 85 Euro zum Beispiel zahlt über 2 Jahre, also ich vereinfache das etwas, um das klarer zu machen, kriegt man ungefähr trotzdem einen monatlichen Satz von 16.600 Euro oder 1.700 Euro pro Monat. Und alle Versicherungen sind dabei, also Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Also das heißt, du kannst deine Ausgaben einfach wirklich rapide reduzieren, kannst für diese Zeit zum Beispiel auch in der Künstlersozialkasse in Deutschland pausieren und hast dann einfach so gesehen, wenn du dann die Kosten sparst, fast 2.000 Euro mehr auf dem Konto, als wenn du es halt nicht machst. Und also das ist einfach, sage ich mal, eine relativ simple Möglichkeit, auf diese 360 Tage zu kommen, die einfach viele Leute nicht wissen. Die habe ich dann auch einfach netterweise von einem sehr netten Mitarbeiter bei der Agentur für Arbeit erfahren und bin da wirklich sehr dankbar für, weil ich das eben immer mache, wenn ich zum Beispiel 4 Monate oder 2 Monate in Brüssel bin oder irgendwo anders, dass man dann eben nicht diese Zeit quasi verliert, sondern eben immer durchgehend versichert ist. Also es ist so ein bisschen, eine kleine, vielleicht ein Schlupfloch oder eine Lücke, aber sie ist völlig legal. Also es hat mir auch der Mitarbeiter genauso gesagt, dass es eben für Freiberufler, die zwischen einer quasi Angestellten-Tätigkeit, ich meine, da habt ihr ja auch im Kanal öfters drüber geredet, dass also eigentlich auch Gastverträge in Deutschland immer Angestelltenverträge sind, in der Form, dass man eben sozialversicherungspflichtig beschäftigt wird. Böse Wörter, aber gar nicht so schlimm. Du bist wirklich sehr kompetent und ich glaube, da hast du jetzt was verraten, was viele wirklich überhaupt nicht wissen und womit sich viele auch gar nicht beschäftigen wollen. Also in dem Buch, nehme ich an, da findet man auf jeden Fall genauere Hinweise noch dazu, wo man sich auch hinwenden kann. Aber jetzt erzähl doch mal, was hast du jetzt eigentlich in den letzten Wochen unternommen für dich? Ja, also wie soll ich sagen, es ist klar, es ist natürlich eine schwierige Zeit für uns alle. Ich finde es wahnsinnig schwer, auch keine Perspektive zu haben, worauf man jetzt so hinübt, weil, ich meine, das kennst du auch, das hat man jetzt ja eigentlich seit dem Studium nicht mehr gehabt. Also, ich meine auch, also, klar, gibt es natürlich auch Frauen, die länger Pause machen, aber selbst bei den Kindern habe ich halt immer relativ schnell wieder angefangen, hatte dann immer mal einen Monat Pause, ja. Oder habe mir das eben auch über das Elterngeld, ist ja auch in Deutschland sehr luxuriös, dass man da auch ganz bequem und eben auch abgesichert Pause machen kann. Aber ansonsten hat man das jetzt nie, dass man sagt, okay, ich weiß es nicht, ob ich das nächste Mal wieder ein Konzert habe, ich weiß nicht, im Juli, im September, im Oktober, weiß ich, ob ich im Herbst in Frankfurt proben werde oder nicht. Also es sind ja so viele Fragen, die nicht klar sind. Das macht es, finde ich, einfach schwer, sich richtig zu motivieren. Ich versuche es halt, aber ich bin auch so ein bisschen jetzt gerade dabei, also mein Mann Uwe Stickert, der ist auch Tenor und ist genauso wie ich, also auch quasi von 100 auf 0 gefahren worden. Also wir waren beide fett in laufenden Proben, Vorstellungsserien drin. Und wir wollen jetzt halt einfach versuchen, quasi auch privat Konzerte im öffentlichen Raum, nicht im öffentlichen, nee, also im draußen, also im Freien zu organisieren, wo halt weniger Beschränkungen sind. Aber wir merken, also bin ich jetzt auch wieder ganz erstaunt, wie viel Steine einem da in den Weg gelegt werden und man da quasi dann völlig erstmal machtlos steht und sagt, okay, kann ich jetzt nichts machen, da sitzt irgendein Stadtrat oder irgendein Bürgermeister oder irgendein sonst was und die sagen, ist nicht und Kirche geht, Demonstration geht, aber ein Konzert in meinem eigenen Garten darf ich nicht machen. Aber zumindest, sage ich mal, lernt man wieder eine Menge mehr über manche Behördenwege und wie man da vielleicht auch drum rumkommen kann. Also ein gewisser Lerneffekt dabei.
Das heißt, du warst jetzt erfolgreich doch mit deinem Konzert, deinem Hofkonzert. Nee, also im Moment ist es noch, hängt es tatsächlich wieder an einem Bürokraten, der das einfach sagt, Kultur, also O-Ton, Kultur ist nicht so wichtig, das findet er jetzt nicht so nötig, dass man da das organisiert. Und ich meine, ich lebe in der Kulturstadt Weimar, die Kulturstadtdirektorin hat gesagt, wir brauchen Veranstaltungen, die Touristen dürfen jetzt wieder kommen, in Maßen natürlich, nicht in Massen, aber es gibt nichts. Und trotzdem ist dann sitzt irgendjemand da und sagt, nö, ist nicht. Also mal sehen, wie es weitergeht. Aber Ja. ich versuche es. Also ich merke, ich möchte irgendwie was haben, wo man sagt, also auch wenn ich jetzt nichts dabei verdiene, trotzdem finde ich halt, wir müssen, wir Künstler oder wir Sänger, wir Musiker, auch die Theater, finde ich, müssen wirklich versuchen, präsent zu bleiben und nicht nur digital. Also ich bin davon ein Fan, dass wir so in Interviews machen können. Aber für mich ist halt Theater auch dieses Dabeisein und irgendwie die Leute spüren, das Orchester irgendwie mitatmen hören, die Dirigenten irgendwie sehen und zusammen Musik machen und das Publikum spüren. Und ich finde es ganz schwierig, dass das einem so quasi, ja, wie so ein Berufsverbot halt jetzt da. Also alles, was das eben ausmacht, ist weg. Ja, also es gibt ja so Zukunftsszenarien wie am 1. September ist alles wie früher und es wird wieder laufen. Und bis hin zu die Oper wird nie wieder stattfinden, so wie wir sie kennen. Womit rechnest du und wie sicherst du dich ab? Ja, Ist also auch Absicherung, wieder technisch, muss meine ich ich. sagen, ist ja, also Absicherung ist tatsächlich, finde ich, ist allgemein ein schwieriges Thema. Auch das habe ich versucht, so ein bisschen auch in dem Buch so mit zu erwähnen. Also ich bin tatsächlich so ein Mensch, der irgendwie mit Ende 20 angefangen hat, jeden Monat irgendwie für eine Rente zu sparen. Was vielleicht auch nicht irgendwie so sexy ist, aber was ich irgendwie doch jedem auch nur echt empfehlen kann, weil ich mich ehrlich gesagt nicht drauf verlasse, dass wir alle. Also sowieso, ich meine, als Sänger wissen, oder Sängerin wissen wir es ja eh nicht, ob wir jenseits der 50 oder 55 oder 60 halt noch Arbeit haben können. Und ich sehe es auch ehrlich gesagt schon schwierig an, dass natürlich gibt es viele, die dann darauf hoffen, okay, ich kann ja noch unterrichten oder sowas in der Art machen und dann an eine Hochschule kommen oder so. Aber auch das muss ich sagen, gerade das wird definitiv, muss auf den Prüfstand. Ich meine, ich habe einfach nur noch mal geguckt gehabt, die Zahlen für Musikstudierende in Deutschland, Gesangsstudierende in Deutschland, ist in den letzten 20 Jahren von wie fast 1000 auf 1600 pro Jahr, also nein, eingeschriebene Gesangsstudenten gestiegen. Und trotzdem pro Jahr werden maximal ungefähr vielleicht 150, 160 Absolventen gebraucht. Und es wird aber mindestens die doppelte Menge auf den Markt gelassen, nur aus Deutschland. Noch dazu ist ja der Markt einfach viel offener geworden, viel internationaler und viel mehr Leute kommen einfach von überall her und hoffen natürlich auch zu Recht in Deutschland irgendeine Möglichkeit zu haben, aufzutreten, weil einfach hier so viele Opernhäuser sind. Aber wir werden, fürchte ich fürchte wirklich, dass wir ein Theatersterben nochmal sehen werden, einfach leider aufgrund dieser Krise. Und das finde ich, also wird einfach beschleunigt, was sonst vielleicht einfach schleppender gegangen wäre, weil die Kommunen schon irgendwann sagen werden, wie viel können wir es da mitschleppen und dann, ja. Also das kann leider, finde ich, schon eine Konsequenz sein, der wir uns allen bewusst sein müssen. Umso wichtiger finde ich, dass wir uns präsent halten, dass wir sagen, es ist eben nicht irgendwas Elitäres, was hier im Opernhaus stattfindet, sondern dass man, also ich möchte auch wirklich tatsächlich versuchen, mit solchen Konzerten an Menschen direkt loszugehen, die vielleicht sonst noch nie da sich irgendwie klassische Musik angehört haben, weil, also auch das ist ein Corona-Problem, dass unser Publikum so alt ist im Durchschnitt. Dass die erst recht jetzt nicht gehen werden, selbst wenn es wieder aufhat, weil sie verständlicherweise Angst davor haben, sich vielleicht zu infizieren. Und das ist wirklich ein akutes Problem, denke ich. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, in Österreich ist es auch nicht viel anders, oder? Dass die Opernbesucher eher die Älteren im Theater sind, älter als im Ballett oder als in einem Konzert oder im Schauspiel. Ja klar, wir haben die volle Risikogruppe und jetzt im Moment ist eine Stimmung da, wo man nicht weiß, gibt's, ja, weil die Leute sind jetzt, es wurde uns erlaubt, wieder in Gastronomiebetriebe zu gehen und Fußballspiele sollen stattfinden und da fragt man sich echt, ob die Kultur benachteiligt wird, bewusst be benachteiligt wird, auch weil sie nicht diese Relevanz zu haben scheint, bei den Politikern zumindest. Also ja. Und wie gesagt, das alte, relativ alte Publikum, ob die überhaupt kommen wollen, wir werden es
wir können es überhaupt nicht abschätzen noch. Ne? Ja. Also das ist jetzt sowieso Kaffeesudleserei. Also wir müssen das abwarten. Was ist dein Plan B? Ja, schwierig. Also ich finde, also im Moment, also quasi, was ich über die Freiberuflichkeit irgendwie gelernt habe, ist halt schon dieses in gewisser Weise ein Gottvertrauen irgendwie entwickeln. So irgendwie geht es schon weiter, aber das ist natürlich jetzt wird schon an den Rand dessen geführt, was man so denkt. Also wir haben tatsächlich überlegt, schon zu gucken, dass einer von uns beiden halt wieder vielleicht irgendwohin festgeht. Irgendwie an ein Haus, wo man sagt, okay, das wird hoffentlich auch die nächsten 20 Jahre weiter bestehen. Und zu sagen, man hat einfach ein gewisses Grundeinkommen, was da irgendwie herkommt. Und also ich habe tatsächlich auch aus dem Hintergrund vor längerer Zeit halt ein Haus gekauft, wo wir auch eine Wohnung drin vermieten und so, was ich zumindest also so dann Grundkosten deckt. Also das finde ich auch, sage ich mal, relativ beruhigend. Aber ist natürlich trotzdem nicht das. Ich meine, man gewöhnt sich ja auch dann doch halt mit der Zeit durch das Leben ein gewisses Leben, ja, wie soll ich sagen, einen Lebensstil an und es einfach verlassen zu müssen. Das ist schon, also klar, muss man jetzt, aber wir müssen uns alle. Ich meine, ich wüsste jetzt niemanden, der jetzt nicht plötzlich auch mal sagen muss, okay, jetzt kann ich halt nicht den Urlaub machen oder sowas. Aber ist vielleicht auch ganz gesund, dass man nochmal wieder ein bisschen zurückkommt aufs Wesentliche und auch schaut, was weiß ich, Urlaub im eigenen Land oder, also ich bin ganz erfreut, dass man, dass ich jetzt auch wieder nochmal mehr zu Sachen komme, die bei mir in der Gegend sind und es gibt so viele Sachen, die man halt da nochmal machen kann. Aber richtigen Plan B habe ich nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass, so sehr ich mich freue, dass du hier auch in mir hier Raum schaffst für das Buch, ich glaube jetzt nicht, dass es der Bestseller werden wird, von dem ich da leben kann. Da brauche ich dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ein zündendes Corona-Verschwörungsroman, aber da habe ich bis jetzt noch nicht so die Ambitionen zu gehabt. Also bleibt noch viel offen, sagen wir so. Also vielleicht sollte man noch ergänzend sagen, du hast dieses Buch unter einem Pseudonym geschrieben. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ja, da steht ein ganz anderer Name drauf. Wie ist das Pseudonym? Norina Nachtigall, glaube ich. Also wir sind zwei und wir sind zusammen, haben wir uns gedacht, also ein Frauen-Männer-Team, Norina Nachtigall und Marcello Meistersänger, sodass also auch jeder weiß, es ist ein Pseudonym. Ja, weil ich habe auch in das Buch einige Sachen auch aus meinen Erfahrungen, zum Beispiel auch aus dem Festengagement mit hineingebracht zum Thema, ich weiß nicht, Gagenverhandlungen, auch die Erfahrung, dass natürlich Frauen gerne bei Festanstellungen versucht wird, die Gage zu drücken im Vergleich zu den männlichen Kollegen. Und ich habe also tatsächlich relativ früh angefangen, einfach ältere, erfahrene Kollegen zu fragen. Und netterweise hatte ich da auch immer wieder sehr nette Kollegen, die dann auch erzählt haben, was sie so verdienen. Und dann wusste ich irgendwie schon mal so ein bisschen, was ist. Deswegen habe ich auch mir sozusagen gesagt, man muss auch in so ein Buch mit reinschreiben, was irgendwie drin ist. Denn sehr oft wird man einem dann gesagt, ja, aber wir können nicht mehr zahlen als, was weiß ich, 2.000 Euro im Monat. Und dann sage ich, das stimmt einfach nicht. Natürlich ist das Geld da, aber sie haben es halt für andere Sachen eingeplant. Und das ist halt schon eine grundsätzliche Sache, die ich wirklich prekär sehe. Ich sehe auch sehr prekär, dass so viele Theater mittlerweile Opernstudios aus dem Boden stampfen und ich so viele Leute sehe, die dann so ihre Hoffnung darauf setzen. Und also deswegen ist wirklich der Markt wird viel härter. Das siehst du bestimmt genauso gegen das, wo wir angefangen haben. Also ich habe 2002 habe ich an der Volksoper das erste Mal irgendwie gesungen und war lustigerweise am Burgtheater eine Saison lang engagiert als Sängerin. Aber sowas in der Form gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr so einfach. Jetzt gibt es halt die Opernstudios und dann ist halt die Frage, dann bist du da vielleicht 2 Jahre drin, kriegst vielleicht 1.000 Euro im Monat oder 1.200 und da sind ja viele Leute schon, ich weiß nicht, Ende 20 und werden sie dann übernommen oder nicht? Aber der Markt kommt immer nach. Also die Intendanten haben immer die Möglichkeit, sich wieder Nachwuchs zu schaffen und der kommt. Und das ist, wie soll ich sagen, dieses Bewusstsein darüber, wie prekär und wie, ich habe eine Zahl nachgeschaut, Studienabgänger verdienen im Moment durchschnittlich 10.000 Euro im Jahr. Und da sage ich, die haben ein Studium, viele haben wahnsinnig viel Geld investiert in Gesangsunterricht, die gehen auf Meisterkurse, die fahren zu Wettbewerben, wo sie vielleicht mal ein kleines Stipendium kriegen oder auch vielleicht auch mal was gewinnen, ja, aber davon kann man doch nicht leben. Und diese Perspektive
muss man heute als junger Sänger noch viel, viel, viel mehr im Blick haben, denn es wird definitiv nicht mehr Festanstellung geben, sondern eher viel, viel weniger. Und das ist auch Chorstellen. Ich meine, da bewerben sich mittlerweile 100, 150 Leute auf eine Stelle. Und auch das sehe ich wirklich kritisch, dass einfach die Hochschulen so viel am Markt vorbei ausbilden. Dann auch, ja, also das finde ich wirklich schwierig, wie das weitergehen soll. Jetzt zum Abschluss vielleicht, was ist dein Tipp an einen jungen Opernsänger, der einer werden will, ein Student vielleicht in der jetzigen Corona-Situation? Was rätst du ihm? Beruf wechseln? Nee, also ein Zweitstudium. Einfach ein Zweitstudium. Irgendwas. Entweder noch eine pädagogische Zusatzqualifikation, dass man zum Beispiel auch sagt, man kann auch Musiklehrer in Deutschland zum Beispiel am Gymnasium werden. Also die werden zum Beispiel auch weiterhin gesucht. Oder ja, vielleicht was ganz Fachfremdes noch machen. Aber also im Moment jetzt gerade in der Zeit, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, wann das normale Studium in der Form ist. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, noch einfach ein zweites Standbein. Das hätte ich ehrlich gesagt vor damals nicht gedacht. Da war immer mein Ding, man muss sich quasi das Schiff hinter sich verbrennen, damit man weiß, ich muss übers Meer segeln und ich muss das machen. Soll mir keine zweite Möglichkeit, aber mittlerweile sehe ich es wirklich anders. Also ich würde sagen, die normale Halbwertszeit von einer Sängerkarriere, also vor allem bei Frauen, weil es einfach so viele, viele Frauen gibt, die auf dem Markt sind vielleicht 7, 8 Jahre aktuell. Und dann muss man sich mit Ende 30 einen neuen Job suchen oder dann was lernen. Wenn du jetzt aber schon jetzt die Möglichkeit hast, das zu machen, solange man jung ist, solange man irgendwie die Energie hat, vielleicht noch keine Kinder hat, logischerweise, dann kriegt man einfach noch mehr Backen, sagen wir so. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, ja, also wer irgendwie eine Möglichkeit hat, für eine Chorstelle vorzusingen, dann würde ich sowas auf jeden Fall auch empfehlen. Und den Chorsängerberuf vielleicht wieder auch das Gute, die Wertschätzung geben, die es verdient hat, weil ich finde, ein guter Chor ist so wahnsinnig viel wert und gibt einem so viel Freiheit, trotzdem noch Sachen nebenher zu machen und man kann trotzdem in seinem Beruf, man kann singen, man kann von der Musik leben, mit der Musik leben. Sowas würde ich, glaube ich, den Leuten sagen, bitte hofft nicht immer nur auf die Solistenkarriere, weil es gibt so viele Sachen dazwischen, die einem einfach auch den Beruf vermiesen können und das möchte ich vielleicht einigen jungen Leuten ersparen. Aber trotzdem, also wie soll ich sagen, trotzdem bin ich zum Beispiel auch der Meinung, es gibt ja viele Sängerinnen, die sagen, okay, kann ich mir ein Kind leisten oder nicht? Auch das würde ich sagen, wenn es irgendwie gerade die Partnerschaft hergibt, dann kriegt ihr jetzt meinetwegen irgendwie, wenn ihr ein Kind haben wollt, lieber jetzt in frühen Zeiten ein Kind und habt dann dafür später den Rücken frei. Denn wer weiß, wie es geht, in Deutschland kriegt man Kindergeld, man kriegt auch Elterngeld, also solche Sachen, die sind gar nicht so schlecht. Auch wenn man kein hohes Einkommen hat, kann man auch noch sich überlegen, wenn das überhaupt zur Lebensplanung irgendwie passt. Wow, also da waren jetzt ganz, ganz viele Hinweise und Tipps auch in der Corona-Situation. Vielen herzlichen Dank, Eleonore Marger. Eleonore hat sich freundlicherweise auch bereit erklärt, per E-Mail Auskunft zu geben in dringenden Fällen, wenn ihr euch nicht auskennt. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Wir freuen uns jetzt auf viele Likes und Daumen nach oben für Eleonore und die praktischen Tipps. Wenn ihr selber noch eigene Tipps habt, wie ihr in der Corona-Krise umgeht, wie ihr zu Geld kommt, dann hinterlasst es gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen herzlichen Dank, liebe Honore, und alles Gute dir. Danke. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe!